Hey liebe YouTube-Freunde, willkommen zu German Warface. Ja, heute stelle ich euch das ganz neue Update vor. Battle Royale nennt sich das neue Update. Und ja, was gibt so Wichtiges, Neues? Es gibt ja nicht allzu viel, aber es gibt einige Sachen auf jeden Fall. Und zwar gibt es zum Beispiel eine Crown-Waffenkiste, wo du Waffen mit Crowns bekommst, wo man sagen muss, eine R16 Crown, eine PAK-7 Crown, eine CCR-CQB Crown, eine ZX-84 USP Crown und eine DWX-308 Crown. Und man bekommt in jeder Kiste eine Crown-Waffe auf Zeit. Und das dann für Stunden. Ich finde es natürlich nicht schlecht, aber ein bisschen sehr teuer, muss ich ehrlich sagen. Ne? Muss ich echt sagen, weil ich sag mal, 200 Crowns für eine Kiste finde ich enorm viel, wenn man ehrlich ist. Permanent habe ich keine bekommen. Ich habe 15.000 Crowns ausgegeben. Man bekommt, habe keine Waffe permanent bekommen. Das heißt, die Waffen gibt es nur auf Zeit sehr wahrscheinlich. Wenn mir jemand das Gegenteil beweisen kann, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Dann kommen wir zur Desert Tag MDRC. Dazu gibt es eine normale und eine Gold-Version, sowie eine Schmugglerkarte, wie wir es kennen. Die Box ist für 60 Credits erhältlich. Die normale Version hat 84 Schaden, 10er Reichweite, 730 RPM und 30 Schuss. Die goldene hat 35 Schuss. Und das war's, glaube ich, auch schon. Ja, und halt ein bisschen mehr Hipfire bekommen. Das war's dann aber auch wirklich. Was mir sehr gefällt, ist diese ultimative Jäger MS Reddick. Warum kommt so ein Skin raus? Das war ein Spieler, der diesen Skin gestaltet hat und bei Egg.com hat diesen Skin ins Spiel eingebracht. Finde ich sehr interessant und finde ich auch sehr gut. Geil gemacht, auf jeden Fall. Und zu guter Letzt, der neue Rang 88 Mogul ist auch draußen. Das heißt, man kann jetzt bis Rang 88 spielen. Und ja, das wäre es eigentlich so alles Wichtige in-game. Ich werde euch jetzt mal das Spiel Battle Royale einfach mal kurz zeigen. Und ja, ich habe selber noch nicht gespielt. Und guck's mir einfach gleich mal an, wie es funktioniert. Bis gleich in der Runde. So Leute, wir befinden uns im Spiel. Wir gucken mal, wie es ausgehen wird. Das ist nämlich der neue Spielmodus Battle Royale. Ich weiß noch nicht, was das ist. Ich habe es noch nie gespielt. Aber wir gucken jetzt mal, wie es wird. Wie gesagt, Spiel ist gerade erst, also Update ist gerade eben erst rausgekommen. Wir gucken uns das Update jetzt mal an. Ich muss gleich arbeiten, deswegen werden wir das Update jetzt mal kurz testen. Weil das Update ist für mich gerade ein bisschen interessanter, als ein anderes Game jetzt zu machen. So, wie das funktioniert? Keine Ahnung. Das Spiel wurde zwar kurz vorgestellt, aber ich weiß noch nicht, wie es ist. Keine Ahnung. Wir probieren es einfach aus. Also mich würde es mal interessieren. Also, ich habe mir das zwar mal durchgelesen, aber ich habe es nicht ganz verstanden. Deswegen einfach probieren und gucken. Hier steht einfach, seid der letzte Überlebende. Sehr wahrscheinlich einfach nur überleben. Mehr ist es nicht. Heißt, man fliegt raus, wenn man stirbt. Ob das wirklich so gut ist? Ich kenne die Map auch noch nicht. Das muss ich vorab auch noch direkt sagen. Aber egal. Runde beginnt. Hä? Boah, Bereich schrumpft. Ein gefallenes Paket.
Kommt man da dran? Ich weiß nämlich noch nicht, wie das wirklich so ganz funktioniert, das Spiel. Mich würde es mal brennend interessieren. Lol, der hat schon eine Waffe, was soll die Scheiße? Ich hab nur ein Messer, was soll der Mist? Ich kann nur hoffen, dass ich eine Waffe bekomme. Ja toll, tot. Scheiße. Ich bin tot. Ja, das war's für mich dann wohl. Wir gucken uns das Spiel noch ein bisschen an. Also man muss auf jeden Fall Waffen suchen. Da wusste ich jetzt nicht, dass es so funktioniert. Aber so funktioniert das Spiel. Es müssen Waffen gesucht werden. Ich bin ehrlich, ich habe keine Ahnung, wo man die findet, aber man muss Glück haben, um eine Waffe zu finden. Also es ist wie PUBG. So wie es aussieht. Nur halt, dass man, ja, so ungefähr. Ich finde es ein bisschen doof, weil ich habe jetzt keine gefunden. Ich habe das Spiel im Prinzip noch nicht verstanden, aber ich finde eigentlich das Spielprinzip ganz gut. 5, 3 Spiele haben wir noch. Aber der Sound ist ein bisschen sehr laut. Also ich muss sagen, der Sound ist ein bisschen laut, aber das stört mich jetzt nicht. Love, Aisha ist offline gegangen. Ich guck mal, ob man überhaupt eine Belohnung bekommt. Also ich habe ja jetzt ein bisschen überlebt. Ich würde ja mal wissen, ob was für Belohnungen bekommt. Deswegen bleibe ich jetzt mal hier und guck mir das noch ein paar Minütchen an. Also wenn nur noch 3 Spieler sind, müsste der Bereich eigentlich nochmal schneller schrumpfen. Also ich finde es ein bisschen doof, dass der Bereich nicht schrumpft. Was sollten sie machen, also wenn man wirklich noch so 3, 4 Spieler sind. Ach doch, der schrumpft. Ich sehe es gerade, er schrumpft. Vorne ist ein Paket runtergekommen. Wo ist der Gegner, ist die Frage jetzt, ne? Aber man hört ihn. Also man sieht, der Bereich schrumpft viel schneller. Gewonnen. Gut gemacht, muss ich echt sagen. Reactor. Gut gemacht. Mich würde mal interessieren, was man bekommt. LOL! Cooler Move. Und man bekommt ein bisschen Geld. Also nur wenn man drin bleibt. Okay, verstehe. Also man bekommt einen Siegesbonus, so wie man ihn ja kennt. Und halt sein normales Geld, was ja auch nicht so viel ist, wie wir es ja wissen, ne? So, Reparaturkosten interessieren mich aber auch jetzt ein bisschen. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, Leute. Wenn euch das Update gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Mich würde es sehr darüber freuen. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut raus, euer Jambo Face. Ciao.